Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country 2. Im Level Windhöhle sind wir zugange. Wir haben die Hälfte des Levels bereits absolviert, springen deswegen hier beim Checkpoint raus. Und dieser Level hat es in sich, denn wir müssen mit starken Windböen kämpfen und gegen scheiß Bienen. Und es klappt hier direkt beim ersten Anlauf, sehr geil. Ich weiß ja nicht, wann ihr den letzten Part zuletzt gesehen habt. Wahrscheinlich gestern, würde ich mal vermuten. Und ja, ich spiele direkt jetzt hier weiter. Habe mich ein bisschen abreagiert. Und das bringt wahrscheinlich gar nichts, wie ich hier gerade sehe. Kleines 5-Minuten-Päuschen eingelegt, aber mal gucken. So, wir haben wieder zwei Affen. Da kann mich auch diese schöne Musik nicht mehr beruhigen. Ganz ehrlich, ich bin etwas, ja, ein bisschen angefressen, aber so. Hat man vielleicht auch gemerkt bei der letzten Aufnahme. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich versuche mich ein wenig zusammenzureißen. Naja. Sieht doch nicht so gut aus. So. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Affen, was mich nicht so fröhlich stimmt. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier meistern. Sehr gut sogar. Aber die obligatorischen 7 Leben haben wir. Was wollen wir mehr? Ich habe mir für diese zweite Halbzeit dieser Session vorgenommen, dieses Level zu beenden. Nein, Quatsch. Wir wollen natürlich noch einiges erreichen. Und dieses Level möchte ich so schnell wie es geht beenden. Auch wenn ich den letzten Geheimgang vielleicht nicht finden werde. Weil ich, wie gesagt, ich habe ja schon geguckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, an welcher Stelle es ist, weil wir haben ja auch gesehen, dass es da Squawks gibt, weil da war ein Schild, wo stand Squawks verboten. Und an der Stelle, kurz davor, müssten wir irgendwo hinfliegen, reinfliegen und einen Bonusbereich finden. Das weiß ich noch ziemlich genau. Aber da an der Stelle, wo ich es vermutet habe und wo ich nachgeguckt habe, da war es nicht. Also, ja, bin ich auch so ein bisschen ratlos, was das angeht. Aber ist nicht so schlimm. Könnte auch da rechts gewesen sein, fällt mir gerade ein. Aber egal, jetzt gucken wir hier lang. Aber ich glaube nicht, dass es ab hier schon Squawks gab. Das wäre ein bisschen verfrüht. Mal sehen. Nicht so schlimm. Wir haben zwei Affen. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Wenn wir diese beiden hier noch irgendwie überstehen. Gut. Vor allem diese drei Bienen hier, die sind eigentlich... Eigentlich sollte man annehmen, dass die Pillepalle sind. Ne? Ja, da seht ihr es. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür. Entweder springe ich zu früh ab oder zu spät oder er düst wieder direkt hier rein, was ich auch geil finde, ja. Na gut. Den können wir doch auch umnödeln, ne? Ja, das bringt uns auch nichts gut. Ich weiß, dass hier irgendwo dieser Squawks war. Egal. Och Mann, das war die letzte Biene, ne? Und dann wäre fast Ende gewesen, glaube ich. Nee. So haben wir nicht gewettet hier, du. Okay, Leben einsammeln, wenn irgend möglich. Wahrscheinlich haben sie es euch deswegen da platziert, weil sie genau wussten, dass das hier Horror wird. Haben die vielleicht ein kleines Einsehen gehabt, die Mitarbeiter von Rare. Ich bin begeistert. Okay, das haben wir einigermaßen überstanden, wobei das nichts bringt, weil wir hier sowieso... Ich möchte da mal rein. Das ist nichts. War ein Versuch wert, ne? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es da diesen rosanen Squawks, glaube ich. Ich glaube, nicht mal den grünen gönnen sie einem hier. Das wäre wieder zu einfach. Weil der spucken kann. Mit Eiern oder Kartoffeln oder sonst irgendwas. Oder Kekse, irgendwas Komisches spuckt er jedenfalls. So, ist gut. Klar. Ich hab mich dran gewöhnt inzwischen.
Alter. Naja, gib mir alle Bananen hier. Ich bin der Bananenfresser. Ich nehme alles, was irgendwie uns Leben bescheren könnte. Oh, da hätte diese Biene da unten mit den Flügeln, die kriegt uns mal jedes Mal fast. Das ist nicht so gut. Ja, ja, haben wir es wieder, ne? Sind wir wieder da. Toll. Es ist nicht machbar. Es ist für mich nicht machbar. Jetzt treffe ich die auch noch. Zweimal sogar. Ich bin hier kurz zum Herzkollaps, Leute. Mann. Das ist doch nicht so schwer. Wahrscheinlich sitzt ihr da vom Bildschirm, Alex. Das ist doch so Pillepalle. Ja. Ich weiß. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch das antue. Ja gut, ihr müsst euch das ja eigentlich nicht antun. Ihr könnt ja abschalten, wenn ihr wollt. Oh, das war gefährlich, was ich da gemacht habe. Ja, na klar. Entweder setze ich zu früh an oder zu spät. Wir kennen es ja. So, mittlerweile geht das hier einigermaßen gut. Und ich denke auch, die Idee hier hochzuspringen und dann so und dann nach rechts auszuweichen, das ist schon ganz gut so. Und dann wieder links rüberziehen. Ich glaube, das ist schon die beste Methode für dieses Stück. So, hier hoch. Das ist ja alles mittlerweile nicht mehr das Problem. Das Problem kommt jetzt. Diese drei Scheißviecher hier. Ja. Hoch. Okay. Na komm, ich lass dich zufrieden. Ich habe auch keinen Bock auf das Bonus-Dingen. Ich will einfach nur noch hier weg. So. Wenn ich die jetzt irgendwie überstehen könnte, ne? Wäre ich sehr zufrieden. Da ist ein Haken. Warum ist da ein Haken? Kann mir das irgendeiner logisch erklären, warum hier ein Haken ist? Ich kann es nicht. Da unten ist ein Bonusfass. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht mehr, ne? Doch, komme ich wohl. Ich habe Angst. Oh, das war so ein Fass. Wrinkly Kong! Kommt herein und setzt euch. Ich bin sicher, dass ihr armen Kinder von den vielen Herumrennen müde seid. Oh, danke. Will ich da wirklich noch mal rein? Ich weiß ja, wo das Bonus-Ding jetzt ist. Ganz am Ende. Hehe, toll. Ich weiß nicht. Ich brauche eine Pause von dem Level, glaube ich, oder? Wir gucken mal ins nächste Level rein. Ins Quetschschloss. Das hört sich natürlich viel, viel interessanter an. Oh Gott, ich erinnere mich. Oh nein, das war Horror. Das war scheiße. Da gab es auch ganz viele verschiedene Geheimgänge, die alle fies waren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und da gab es, glaube ich, drei, wenn nicht sogar vier Bonus-Dinger. Ich höre die, die ich sehe, nicht. Ach, da bist du. Die behalte ich mal eben. Weil ich glaube, dass wir da irgendwas brauchen. Ja, da ist Rambi. Die brauchen wir hier, glaube ich, für einige Geheimgänge. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Oh, da wäre ich fast dumm gewesen. Was ist hier?
Ja, da war ich auch tot. Mann, 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 Mann. Wie soll ich denn das jetzt... Boah, ja. Ehrlich. Oh Gott, was habe ich mir bloß angetan mit diesem Spiel? Ich habe dieses Level wieder total ignoriert. Und das Schlimme ist ja, das sind ja noch nicht mal die schlimmsten Level. Es kommen ja noch die ganzen Klubber-Level. Die Welt mit Klubber. So, Rambi. Oh. Shit. Ja. Warum sind da wohl die Bananen, dass ich links lang sollte? Weil ich mit Rambi schlechte Karten rechts habe. Hab ich eingesehen. Vielen Dank für den dezenten Hinweis. Oh ja, komm gleich. Bis ich rausgefunden habe, dass ich die einfach wegrollen kann, hat auch lange gedauert. Ich dachte mir, ich müsste drüber springen. Wegen der Stacheln halt. Wozu haben die schließlich Stacheln? Ich dachte, weil die wehtun. Naja. Übrigens mag ich wieder diese Atmosphäre hinten mit diesen, ja, ich sag mal so ein bisschen Krokodilsköpfen mit dem Feuer im Maul da. Das sieht cool aus. Ich weiß, es sind Kremlinge. Für mich sind es aber irgendwie trotzdem Krokodile. Genau wie bei Crash Bandicoot, was für mich Wumperfrüchte die Äpfel sind. Gehen wir hier. Ach, das ist das K. Hier ist erst das K. Oha. Das ist die Frage. Irgendwo war hier bestimmt noch ein Geheimgang. Und den will ich jetzt eigentlich nicht. Ich musste es versuchen. Ist klar. Da war ein Geheimgang. Ich durfte ihn irgendwie nicht öffnen. Oh, Rambi. Na Gott, egal. Wir wissen, wo er ist. Das ist ja schon mal was. Ist da was Tolles? Nö. Das O. Die Bananen. Nee, das war jetzt das O. Ja, genau. Oh Gott. Also einen Bonus haben wir verpasst. Das ist sehr schön hier. Oh nee, nicht du. Ja, genau. Das ist doch alles zum Kotzen. Okay, es hätte schwerer sein können, dieses Level. Ich will es noch nicht sagen. Nachher kommen wir gleich noch der Hammer schlecht hin. Zumindest gehen die Bienen hier auch alle drauf. Zumindest ist es so logisch, dass die alle zerquetscht werden. Hätte auch noch sein können, dass die hier weiterfliegen. Das wäre dann sehr logisch gewesen. Da hätte ich Squawks... Da wäre schon wieder ein Geheimgang gewesen. Wie hätte ich denn den machen sollen? Gab es hier ein Fass? Wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Also gut, es werden schon mal zwei Geheimnisse angezeigt. Das finde ich gut. Was versteckt. Es ist schon ziemlich anstrengend gerade hier. Concentration ist hier angesagt. Oh. Da war was, ne? Ja. Ah, ist ein Donkey Kong Fass. Das ist nicht so schlimm. Das kriege ich alles her. Und das nehmen wir mal mit. Nein. Oh, das geht. Ah! Ich hab gedacht, ich finde den Geheimgang vielleicht. Egal.